Modul 4. Projekte gemeinsam umsetzen. Nach dem Planen kommt das Tun. Endlich können wir das Projekt umsetzen. Und weil wir trotz bester Planung die Zukunft nie vorhersehen können, geht es hier viel darum, uns an neue Situationen anzupassen. Das können eine ganze Reihe sein. Vielleicht gibt es Veränderungen im Team. Leute ziehen sich zurück und andere kommen dazu. Es kommen tausend neue spannende Ideen dazu oder die Stimmung kippt. Vielleicht gehen aber auch einige Dinge schneller als geplant. Und andere sind dann doch schwieriger als gedacht oder brauchen länger. Oder in eurem Projekt ändern sich die Rahmenbedingungen. Plötzlich gibt es eine Pandemie. Oder mehr politische Bereitschaft, über einen Gasausstieg nachzudenken. Wie können wir damit im Rahmen von Projekten umgehen? Ich finde, drei Aspekte helfen bei der Umsetzung von Projekten allgemein. Das erste ist Transparenz, damit wir alle wissen, wo wir stehen. Das zweite ist Kommunikation, damit wir unsere Pläne anpassen können. Und das dritte, Teamfürsorge, damit die Stimmung im Projekt auch gut bleibt. Wenn ihr gut Transparenz in eurem Projekt pflegt, dann spart ihr euch ganz schön Kommunikationsaufwand. Hier geht es darum, dass Menschen selbst einfach an die Infos kommen, die sie für das Projekt und die Mitarbeit dabei brauchen. Denkt dabei an sowas wie wichtige Dokumente, Kontaktdaten, Vereinbarungen, aber auch Aufgaben und deren Bearbeitungsstand. Viele Projekte haben dafür einen gemeinsamen Ordner, der für alle zugreifbar ist. Oft ist er digital. Manche Projekte nutzen auch explizite Projektmanagement-Werkzeuge für die Transparenz. Ein beliebtes Format dafür nennt sich Kanban. Das sieht so aus. Und darin könnt ihr auflisten, welche Aufgaben gerade anstehen, welche gerade bearbeitet werden und welche erledigt sind und die ihr deshalb feiern könnt. Das geht natürlich analog, auf einer Pinnwand zum Beispiel. Und es gibt digitale Werkzeuge. Dafür haben wir euch Empfehlungen im Modul Werkzeuge für Projekte zusammengestellt. Seid euch bei jeglicher Transparenz bewusst, dass nicht immer alle Lust und Zeit haben, die neueste Information in euer System einzupflegen. Und manchmal kommen Infos halt einfach nur per E-Mail oder mündlich. Ist daher immer eine gute Idee, eine explizite Rolle zu haben, die sich um die Pflege der Projekttransparenz kümmert. Wenn ihr an Kommunikation in Projekten denkt, dann denkt an sowas wie Treffen und an digitale Kanäle wie Chat oder E-Mail. Treffen sind besonders gut, um Rhythmus ins Projekt zu bringen, gemeinsam einen Blick auf den Gesamtstatus zu werfen und, falls nötig, Änderungen zu besprechen. Digitale Kanäle sind eine tolle Ergänzung für Kommunikation zwischendurch, ein kurzes Update oder schnelle Koordination zu Aufgaben, zu Arbeitsgruppen und so weiter. Für eure regelmäßigen Projekttreffen habe ich euch ein ganz einfaches Format mitgebracht. Es ist hilfreich, immer mit einer Einstiegsrunde zu starten, von jedem kurz zu hören, welche Fortschritte seit dem letzten Treffen wollen wir feiern. Und dann sammelt ihr Themen. Was steht als nächstes an? Worüber müssen wir reden? Und je nachdem, wie viele Themen ihr habt, besprecht ihr die hintereinander oder findet einen extra Termin dafür. Und dann eine Abschlussrunde. Und da ist eine gute Frage, was will ich bis zum nächsten Treffen angehen? Damit habt ihr dann auch schon gleich die To-Do-Liste für die nächsten Wochen geschrieben. Ihr könnt natürlich auch jeweils bei diesen Treffen direkt auf die Projektübersicht oder andere wichtige Projektdokumente schauen. Wichtig ist, nutzt die gemeinsame Zeit zum Austausch. Für reine Infos oder Status-Updates, da könnt ihr am besten dann digitalen Kanäle nutzen und schriftlich kommunizieren. Das spart Zeit im Treffen. Ein ganz besonderes Treffen für Projekte ist ein Zwischencheck, der Projektfortschrittscheck. Dazu eine kurze Geschichte. Es ist mittlerweile Sommer und das Wanderbaumprojekt ist zusammengekommen, um zu schauen, wie das Projekt läuft. Dazu haben sie sich den Projektüberblick vom Anfang noch einmal an die Wand gehängt. Sie fangen mit einer Rückschau an. Ist ganz schön krass, was wir in den letzten Monaten alles gewuppt haben, meint Peter. Aber das ganze Hin und Her mit dem Bühnenverleih, das haben wir echt unterschätzt, ergänzt Soledad. Dass die Bürgermeisterin einfach so Ja gesagt hat, das hat uns super viel Reichweite gegeben, sagt Marlin. Und ein ganz, ganz großes Shoutout an Kay, dass du uns immer daran erinnert hast, auch mal Pause zu machen, kommt von der Susanne. Nach der ersten Runde geht das Gespräch fließend in die Zukunftsplanung über. Wer mag das Projekt bei der Konferenz vorstellen? Wie bringen wir die Bäume über den Winter? Kay schreibt alles direkt auf den Überblick und mit und aktualisiert ihn. Zum Abschluss machen sie noch eine Runde.
Was macht dich gerade froh, bei diesem Projekt dabei zu sein? Dies ist eine Einladung, einen solchen Projektfortschrittscheck auch für dein Projekt zu machen. Oder, wenn ihr noch nicht ganz so weit seid, diesen zumindest in den Kalender einzuplanen. Natürlich, das geht immer in der Gruppe oder auch alleine. Schritte sind eigentlich ganz einfach. Ihr kramt euren Projektüberblick raus und schaut zurück. Was hat gut geklappt? Was nicht so? Was hat euch überrascht? Und dann schaut ihr nach vorne. Stimmt der Plan noch? Was müssen wir ändern? Gute Transparenz und Kommunikationskanäle in Projekten sind wichtig, aber sie sind nicht alles. Zu einer guten Umsetzung von Projekten gehört auch Teamfürsorge. Im Normalfall, wenn Menschen sich um eine gute Atmosphäre im Projekt kümmern, dann passiert es oft im Hintergrund. Und dennoch ist es so wichtig, denn wir wollen eine gute Stimmung halten und wir wollen uns nicht komplett überarbeiten. Projekte sollen ja auch zusammen Spaß machen. Und was da im Hintergrund passiert als Teamfürsorge, manche sprechen auch von Care-Arbeit, das kann je nach Projekt und Situation sehr verschieden aussehen. Wir haben euch hier eine Liste mitgebracht von lauter Ideen, wie ihr in euren Projekten dafür sorgen könnt, Einzelne ernst zu nehmen, einen gemeinsamen Rahmen zu bauen und Leichtigkeit in die Zusammenarbeit zu bringen. Da steht sowas drauf wie neue willkommen heißen, sie ins Projekt einbinden, dafür sorgen, dass beim Treffen Getränke bereitstehen, Beiträge anderer explizit unterstützen, Emoticons im Chat sind da großartig für, über Dinge außerhalb des Projektes reden, für Pausen sorgen, Leute direkt ansprechen, die sich eine Zeit nicht gemeldet haben, Danke sagen, falls nötig einladen, dass sich alle duzen und im Kopf behalten, wer wann keine Zeit hat. Schaut nochmal. Und natürlich gibt es da noch viele andere. Eure Aufgabe im nächsten Schritt ist es, noch einmal nachzuschauen, wie ihr bei euch die Projektatmosphäre pflegen könnt. Dazu hier ein paar Schritte. Überlegt, wenn ihr euch die Atmosphäre in eurem Projekt gerade anschaut, mit welchen drei Worten würdet ihr sie beschreiben? Und wenn ihr euch eine ideale Atmosphäre wünschen könntet, würdet ihr andere Worte benutzen? Welche wären das dann? Nimm dir einen Moment, um eine Liste von Ideen zu machen, was du tun kannst, um die momentane Atmosphäre zu verbessern. Nimm die Liste als Inspiration, findest sie auch nochmal unten. Oder finde deine eigenen Ideen. Und dann such dir eine und setze sie um. Projekte gemeinsam umzusetzen, das kann echt eine große Freude sein. Und damit das besser geht, lohnt es sich, sich um Transparenz, um Kommunikation und um Teamfürsorge zu kümmern. Und nicht vergessen dabei, immer flexibel und gelassen bleiben.